Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und ja, wir sind wieder im Grünen, wir sind wieder im Wald, denn wir haben es in der letzten Folge geschafft, aus Isengard zu fliehen und haben dann hier direkt mal die Folge beendet. So, irgendwann müssen wir auch mal hier wieder ausleeren, das werden wir demnächst wohl oder übel angehen müssen. Noch haben wir einen Platz frei, das ist gut, wir gehen aber weiter. Wir werden jetzt, fürchterliche Rache nehmen, bestimmt irgendwie, irgendwo, irgendwann an... Naja, an wem wohl? An denen, die uns verraten haben. Dazu haben wir aber noch die eine oder andere Sache im Deutwald zu tun oder davor. Der Andrek hat nämlich noch die eine oder andere Quest, die wir erstmal finden müssen. Deswegen renne ich jetzt hier wie ein Blöder erstmal durch den Deutwald hier oben noch ein bisschen rum und guck mal, ob ich hier die eine oder andere Quest bei ihm kriege. Ich zoome mal auch extra viel raus, um hier und da noch ein bisschen hinzukommen. Dann haben wir hier noch eine Truhe mit Bändern. Wie gesagt, die liebe Petra hat mir einen Wiki-Link geschickt, der mir helfen will, oder der mir helfen soll, den richtigen Weg oder die richtigen Orte für die Quests zu finden. Eben für die der Wald halt Augen, damit wir alles haben. Beziehungsweise dunkler, einsamer Wald und beide Quests im Prinzip. Das geht natürlich nur, das will ich aber nicht gleich in Anspruch nehmen. Ich will erst einmal selbst gucken, ob wir irgendwas finden. Und deswegen suche ich jetzt heute mal mit dem, wie hieß er denn schon wieder, Andrek, genau. Andi kommt mit. Andi wird mir hoffentlich irgendwann mal eine Quest nennen können. Wenn Andi mir eine Questaufgabe gibt, dann freue ich mich darüber. Leider müssen wir das natürlich ein bisschen zu Fuß machen, denn Andi ist ja nicht da, wenn ich reite. Und weil Andi nicht da ist, wenn ich reite, sieht Andi nicht, oder ich sehe nicht, dass Andi eine Quest hat. Wo ist Andi hin? Andi! Andi? Ah, ich kann hier keinen Andi holen. Na gut, dann bin ich hier schon zu weit. Na gut, okay, das begrenzt uns ein bisschen. Das ist ja auch mal okay. So, machen wir erstmal hier. So, gucken wir mal, wo sind wir denn? Wir sind... da. Hä? Ach so, ich bin irgendwie nach draußen gekommen, mehr oder minder. Das wollte ich gar nicht. Na gut, dann holen wir Andi gleich wieder. Gehen erstmal hier in die Richtung. So. Oh, Birkenholz kann ich nicht mehr mitnehmen. Nein! Dann muss ich irgendwas weghauen. Ich bin schon fast am Überlegen. Na komm, machen wir erstmal die Feder weg. Und das Birkenholz will ich schon ganz gerne noch haben. Aus dem Grund, weil es gründlich ist. Und meine Schnelligkeitsarmkette muss ich irgendwann mal gucken. Ich kam halt noch nicht dazu, mein Inventar mal auszuleeren. Es tut mir leid. So lasset es mich verzeihen. Oder so. Andi, kann ich die wiederholen? Andi, kann ich? Andi! Andi, wo bist du? Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Andi, du warst nie für mich da. Ja, so muss ja auch mal sein. Okay, wir gucken mal hier hoch. In der Hoffnung, dass Andi nicht wieder abhaut. Gut, und werden... erstmal hier den Weg ein bisschen entlang gehen. Beziehungsweise wir könnten zwei Sachen versuchen. Weil ich gehe mal davon aus, dass das ein bisschen, ein bisschen Zeit wir schon haben. Hier ist Andi so zum Beispiel, ja, noch da. Genau, dass wir ein bisschen Zeit haben und so ein bisschen, Weg sparen. Zumindest gehe ich davon aus, ob es wirklich so ist. Wir werden sehen. Hier oben muss ja eigentlich noch was sein. Ich werde mal jetzt hier oben da oben reinreiten. Dann gucken wir mal, ob da der Andi sich rumtreibt. Oder da der Andi irgendwas findet. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich glaube, die hier haben wir schon. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich bin mir 99,35345% sicher. Aber ich glaube, hier war eine. Das wiederum ist gut. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, den Weg mehr oder minder gefunden. Werden uns hier ein bisschen... herumstüfeln. Ja, genau, hier war der Krieger der Weißen Hand noch mit. Das hatten wir gemacht. In dem Fall werde ich jetzt zwei Dinge tun. Ich kann einerseits, wenn wir auf die Karte gucken, einerseits versuchen, hier ein Stückchen weiter zu gehen oder andererseits straight nach unten abbiegen. Ich werde wahrscheinlich erstmal hier oben noch ein klein wenig weitergehen. Bis Andi sich meldet. Und wenn er das nicht hat, dann werden wir erstmal den Scharmützler fertig machen. Und wenn er sich nicht meldet, dann weine ich. Weil das Problem ist, ich weiß ja nicht mal mehr, welche Quest ich hatte und welche nicht. Ne? Das ist tatsächlich ein gewisses Problem, weil
Naja, weil ich zwar in der Wiki nachgucken könnte und dann einfach mal alles abreiten könnte, weil das, ich will ja auch ein bisschen Spaß an, dabei haben. Und manchmal ist so eine Entdeckung und auch ein bisschen Rätsel lösen durchaus ein gewisser Spaß. Der eine Hinweis, den habe ich bekommen von Petra, aber noch gucke ich nicht in die Wiki. Denn, wie gesagt, manchmal ist der Weg das Ziel und so spiele ich das halt auch, das wisst ihr ja. Ich bin mal ganz kurz, muss mal ganz kurz abtauchen, ich brauche nämlich mal ein Taschentuch, Augenblick. Ja, da bin ich wieder. Sorry, Winterwetter, da was will man machen. Okay, wir haben hier hinten, wir können ja mal in Richtung des Lagers gehen, ob da vielleicht noch was ist. Beziehungsweise, ob uns der Andi überhaupt bis dahin folgt. So, wenn wir das haben, dann ist das schön. Ich glaube, hier bei dem Baum hätten wir auch schon mal gehalten. Bin aber nicht ganz sicher, muss ich sagen. Werden wir sehen. So. Lalalala. Suche Aktion im Deutschwald. Ja. Hallo, was ist jetzt mit dem blöden Hund? Dankeschön. So. Oh, Andi ist noch hinter uns. Andi ist noch hinter uns. Andi ist noch hinter uns. Da oben ist das Lager. Andi hat schon wieder was anderes vor. Ach, Andi. So. Da sind Birkenzweige, da sind Krieger, da sind Krieger. Wo war das Lager? Hier? Hm? War das da oben drauf? Das kann natürlich auch sein. Ich laufe mal hier hoch, weil ich bin fast der Überzeugung, dass der kleine Andi hier gleich wieder sagen wird, ach nö, ich gehe mal wieder, das ist mir zu weit, ich war noch nie so weit von zu Hause entfernt und da habe ich Angst. Ja, wer weiß das schon. So, Aman ist noch da. Oder hatten wir hier Aman? Ne, eigentlich kann er ja nicht hier, weil ich glaube, hier hatten wir den ja sogar bekommen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ah. Es ist halt immer dasselbe, ne? Man weiß es nie genau. Ich gehe mal trotzdem hier entlang, ein ganz klein wenig, um zu gucken, ob der Andi noch da ist gleich. So. So. So, ich glaube nämlich nicht ganz so dran. Obwohl, er ist verschwunden. Okay, das heißt, wir haben da auch schon mal wieder eine Art Begrenzung und wissen, dass wir hier nicht suchen brauchen. Gut. Wenn man es denn so gut nennen will. Ich glaube, mindestens zwei Quests, ich glaube sogar drei Quests haben wir gemacht, wenn es fünf sind. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Petra hat sowas erwähnt von fünf. Dann fehlen halt nur noch zwei oder höchstens eine. Mindestens eine, natürlich sowieso. Aber es ist jetzt nicht mehr so extrem viel. Da hinten ist ein Bündel. Dann reite ich mal in Richtung des Bündels. Hol mal den Andi aus der Truhe. Ne? Andi, komm mal raus. Ja, danke, Andi. So, okay. Der hat aber immer noch nichts von uns, deswegen holen wir nur das Bündel und ziehen einfach weiter. Die Krähbeinen sind natürlich nicht das, was wir suchen, aber wer hätte es denn anders gedacht? So, bisschen Silber, bisschen Gold, also Kupfer und ein paar also Gondor-Seiten waren im Bündelchen drin. Ist auch nicht schlecht, aber halt jetzt nichts für uns besiegt. Ho, Andi, 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 Andi. Was willst du mir jetzt sagen? So, besiegt Dämmerhunde im südlichen Deutwald. Okay. Hallo, Dämmerhund, komm mal her. Der Andi möchte, dass ich dich umbringe. Denn nur das ist die Aufgabe, weswegen ich hier die ganze Zeit herumgerannt bin. Und deswegen tun wir das auch. Es tut mir leid. Leider, weil ich mag ja Hunde. Und wenn sie ein bisschen rumdämmern, was willst du machen? Aber, naja, man muss ja auch mal irgendwo... Oh, eine Leiche. Ah, Leichen mag ich auch. Also nur zum Plündern. Nur, wenn sie nicht wieder aufstehen, wie bei The Walking Dead oder so. Und... Naja, nur in Spielen. Das sollte vielleicht auch noch erwähnt werden. Woanders brauche ich keine. So. Okay, wir sind hier. Hauen um. Und töten den toten Wolf. Haben 2 von 5. 10. 2 von 10. Nicht 2 von 15. Das geht doch voran. Da unten ist der nächste. Und da der übernächste da hinten. In etwas weiter links. Hinter dem Ork. Mal gucken, ob wir den umgehen können oder ob der Ork uns anpinkeln will. Wo ist Andi? Andi ist da. Okay. Lalalala. Könnte ja sein, dass der Andi jetzt sagt, ja komm hier, die Orks, die machen wir auch kleiner mit. Hätte ja sein können, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist. Ihr wisst ja, der kommt auf so dämliche Ideen manchmal. Ne? Hier, blöde Hunde verhauen.
Wer bin ich denn? Bin ich Jäger? Nein, ich bin Runenbewahrer. Wenn ich Jäger geworden wäre, hätte ich einen Bogen bei. So. Okay. Den, oder ich wäre Scharmützler. Naja. Okay. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Die gibt es offensichtlich überall. Warum der die dann nicht überall, naja. Warum der die Quest nicht überall rausrückt, sei mir ein Rätsel. Ach, Andi hat sich schon wieder mit einem... Menschenskinder, lass doch mal die Orks Orks sein. Das sind doch nur Orks. Die kennen sich hier im Wald eh nicht aus. Die verlaufen sich und sind dann irgendwann weggesterbt. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich laufe übrigens absichtlich, weil in der Hoffnung oder in der Erwartung, dass ich noch eine zweite Quest brauche. Und es ja durchaus möglich ist, dass der liebe Andi eben diese Quest auch irgendwo rausrückt. Außerdem suche ich natürlich nach diesen blöden Wölfen. Hunden, wie auch immer. Ne, Andi? Gute Idee? Ja, gute Idee, ne? So. Die sind natürlich so gar nicht zu finden. Gerade eben. Verdammt. Warum wird das Gebiet so groß angegeben, wenn die kaum da sind? Andi ist gut. Ich hab... nee, das ist nur ein weißer Handmann. Handmann, lieber Handmann, es ist noch nicht so weit. Ich haue dich jetzt später um. Aber dann mach ich dich breit. Denn wir sind hier schließlich auch zu zweit oder so. So, okay. Hier hoch. Alles klar. Übrigens hat mir mal jemand geschrieben in die Kommentare, hör bitte auf zu singen. Ich wünschte, ich könnte das. Ich versuche das ständig, aber irgendwie geht's nicht. Ich bin so unmusikalisch, aber musikalisch genug, dass da irgendwie Töne rauskommen. Es tut mir leid. Ich schäme mich dafür. Ein bisschen. Eigentlich gar nicht. Und leid tut's mir auch nicht. Aber ich versuche trotzdem eigentlich weniger zu singen. Aber, ach, was soll's denn? Wenn ihr dieses Video schaut, mögt ihr auch meinen Gesang. Und wenn ihr meinen Gesang mögt, drückt doch mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nicht mögt, drückt doch mal so als Abstimmung sozusagen einen Daumen nach oben. Ja, ich weiß, ich habe gesagt für beides, aber das ist auch richtig so. Ich kann das schon hinterher unterscheiden, ich schwör's. So. So, okay. Genug gebettelt heute, beziehungsweise wenn ihr noch nicht habt, abonnieren, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ja. Habe ich noch irgendwas zum Betteln? Betteln. Ach ja, hier, wenn ihr euch mal wieder ein neues Game kaufen wollt, guckt doch mal bei MMOGA unten über den Link in der Videobeschreibung, ob das da nicht vielleicht ein bisschen billiger ist. Immer trotzdem gucken, aber gucken halt wäre trotzdem gut. Weil, dann kriegt ihr es eben billiger, logischerweise, und ich verdiene da ein klein wenig Werbeprovision. Wäre ja auch toll. So, jetzt habe ich genug beworben. Oder fällt mir noch was ein? Ach ja, mein, der Donation-Link ist auch unter jedem Video drin. Müsst ihr zwar nicht machen, natürlich nicht, aber ja, er ist halt da, ne? Eigentlich könntet ihr ja schon mal so 6.000 Euro oder 8.000 Euro mal als Spende bereitstellen, so mal nebenbei. Hm? Das wäre dann mal was. So, jetzt fällt mir wirklich nicht mehr ein, wie ich mich weiter betteln soll. Ah doch, nehmt statt den 8.000 Euro, macht mal, überweist mir einfach euer ganzes Geld, ich verwalte das schon. Das wird schon. So. Ah, bin ich gierig. Huhuhu. Bestimmt macht das jetzt auch jeder Zweite. Nee, natürlich nicht. Ne? Ist zwar alles da, wie ich gesagt habe, aber, nicht nur bei mir, sondern halt allgemein. Gerade wenn es um Donations geht. Nicht übertreiben, Jungs. Nicht übertreiben, Jungs. Und nicht übertreiben, Mädels. Es ist immer ein bisschen ungünstig, wenn wenn ihr den Leuten, die vor allem die schon viel mehr haben, viel gebt. Die verdienen zwar ihr Geld damit, das ist richtig. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr den 2, 3 Euro, vielleicht mal 10 oder sowas in der Art, jeder, der das macht, dann ist das okay, das reicht. Aber so maximal Donations von, was weiß ich, 1.000 Euro, was es ja alles schon gab, oder bei den Amis sind sie ja teilweise noch verrückter. Lasst so einen Mist. Lasst das. Klar sind euch die YouTuber dankbar, aber das bringt sie euch nicht näher. Ne? Das darf man nie vergessen. Die sind euch immer noch genauso weit. Oder Twitch-Streamer. Ja, das ist ja im Prinzip dasselbe. Also Influencer. Ne? Natürlich sind die darauf angewiesen. Das heißt, sollte man genauso wie ich sie
ich mich auch drüber freuen würde. Warum? Achso, ich hänge mal wieder, ne? Ja, na gut. War mal wieder ein kleiner Hänger, weil ich nicht durch die Karte komme. Okay, dann würde ich erstmal den hier wegmachen. Na, immerhin komme ich hier an den Dingens. Den wollte ich mir nämlich gerade holen. Und dann muss ich hoffen, dass ich durchkomme. Das Problem ist, ich lade nämlich nebenbei hoch. Ne? So. Komm. Okay. Also, wie gesagt, übertreibt's nicht. Die Leute freuen sich, aber ihr müsst jetzt auch nicht, ja, nur auf Zwang halt. Andi wollte noch was von mir. Mal gucken, ob es auch reicht. Das wäre ja schon mal was. So, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt beenden. Nee, Andi hat noch eine Quest. Ach nee, halt da nicht, denn ich kann die abgeben. Okay. Nochmal, Andi. So, wenn ihr diese Aufgabe fortsetzt. Dunkler einsamer Wald. Okay, sprecht mit Seradan. An der, ihr wisst schon wo. Ich glaube, jetzt konnte ich mich auch gerade wieder ein bisschen bewegen. Das heißt, die Karte hat geladen. Gut. Das kann jetzt auch an mir liegen, weil ich momentan fett am Videos hochladen bin, so nebenbei. Ich habe vergessen, dass ich aber dieses Video noch brauche, weil ich nur zwei aufgenommen habe. Naja, deswegen quasi die Aufgabe, obwohl ich das normalerweise nicht mache, dass ich nebenbei was hochlade. Aufnehmen und gleichzeitig rendern mache ich ja sowieso nicht, aber nebenbei hochladen, das mache ich normalerweise auch nicht. Hab's aber diesmal ausnahmsweise mitgemacht, weil, naja, damit ich es nicht vergesse. Ich könnte zwar jetzt eine halbe Stunde oder zwei warten. Oh, hier gibt es aber jede Menge Truhen. Na, die nehme ich mit. So, könnt, wie gesagt, ein bisschen warten, aber andererseits könnte ich es auch lassen. Müsste ja klappen. So, Glückwunsch haben wir. Höchststufe der Tugend erreicht. What? Okay, wir haben Weisheit. Rang 31. Gucken wir mal hier. Idealismus Rang 32. Einfühlungsvermögen. Ne, wir sind hier. Aufrichtigkeit. Genau, Aufrichtigkeit sind wir schon. Die sind alle schon recht hoch. Rang 35. Warum bist du bei 35? Wie kommst du auf 35, wenn das die maximale Stufe ist? Ne? 36? 36. Ach, der ist auch auf 36. Alles klar. Gut, dann fangen wir mit der hier voran. Machen Loyalität voll. Das heißt, es wird wahrscheinlich gleich wieder so weit sein, dass er mir dasselbe sagt. Und dann fangen wir von vorn wieder an. Wir machen einfach die Reihe nach. Ich glaube, das sollte ich mir so angewöhnen. So. Heißt natürlich auch, dass wir im Moment gar keine Taten machen müssen. Deswegen mache ich auch keine Taten mit Bolzeniel, auch selbst, wenn ich es könnte. Aber ich bin momentan echt gut dabei. Wäre ja Unsinn. So, dass ich vom Pferd steige, das war übrigens auch Unsinn. Aber wenn ich den einen Unsinn schon nicht mache, dann darf ich mir ja wohl wenigstens den anderen vorbehalten. Ja, so. Okay, wir geben oben bei Seadan ab und sehen dann weiter. Dann hätten wir, ja wie gesagt, Tal Mehedras zu finden. Und diverse andere Quests haben wir auch noch. Die werden wir auch noch abarbeiten, bevor wir hier Dunland verlassen. Aber ein bisschen was ist ja eh noch zu tun. Insofern, kein Stress mehr. Was kann ich für euch tun? Der Ork hier. Schön, dass ihr ja alle rumsteht und diesen Ork einfach mal mir überlasst. Ich freue mich darüber, über euren Enthusiasmus, lieber Seadan, lieber Schmiedemeister, lieber Theodret, lieber Leofard und wie ihr alle nicht heißt hier. So, Dankeschön. So, Stiefel der Sippenmutter, 900, der hat ein bisschen weniger Wille, ein bisschen weniger Vitalität, aber doch, na wobei 900 ist jetzt nicht der große, ich glaube, die brauche ich noch nicht. Ich glaube, die lasse ich mal aus. 7, 6, wahrscheinlich die weniger. 8, was? Handschuhe 8? Achso, das ist nur eine mittlere. Na ja, gut, dann nehmen wir die Handschuhe, so. Haben eine neue Quest. Unheilvolle Stillung. Erkündet den Versammlungsbaum. Gut, kriegen wir hin. Aber nicht mehr in dieser Folge. Diese werde ich hier mal beenden, weil wir stehen gerade schön und ich muss echt mein Inventar aufräumen. Das muss ich entweder vor oder nach der nächsten Folge machen. Mal gucken. Wird schon irgendwie werden. Also vor der nächsten Folge wäre schon ganz günstig. Vielleicht mache ich jetzt noch Kleinigkeiten und den Rest dann vor der nächsten Folge. Mal gucken. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Und danke fürs Einschalten. Und nochmal. Tschüssi.